Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich melde mich heute aus Tunesien. Ja, Sie werden überrascht sein. Wir sind hier in der Residenz des deutschen Botschafters und an meiner Seite ist Herr Dr. Reinicke. Herr Dr. Reinicke, vielen Dank, dass Sie uns das Interview hier gewähren. Wir begleiten ja den Bundestagsabgeordneten Peter Stein, der für den Wahlkreis in Rostock auch wieder kandidieren wird als Bundestagsabgeordneter. Und uns geht es natürlich darum, Fragen zu stellen zum Hintergrund dieser Delegationsreise. Die erste Frage wäre natürlich, wie sieht es denn aus in Tunesien? Wie schätzen Sie als Botschafter die wirtschaftliche Lage ein, natürlich auch vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise in Europa? Die wirtschaftliche Lage in Tunesien ist erstaunlich gut. Sie hat sicherlich gelitten in den letzten 5 Jahren seit der Revolution, aber sie ist jetzt wieder im Aufschwung. Und aus deutscher Sicht kann man sagen, ist sie vor allem für den deutschen Mittelstand interessant. Es gibt hier vergleichsweise gute Ausbildungsplätze, es gibt gute Hochschulen, es gibt ein relativ breites universitäres Feld. Und das Land, das vergisst man häufig, ist 2 Flugstunden von Frankfurt entfernt. Also wir haben hier ein gewisses Potenzial, was es, glaube ich, auszuschöpfen gilt. Ja, Sie kennen ja auch die politische Entwicklung in den anderen Staaten Nordafrikas. Wo würden Sie denn Tunesien da verorten? Tunesien hat den großen Vorteil, dass es jetzt eine Demokratie ist. Das heißt, dass sie dabei sind, die Interessen der gesamten Bevölkerung in einen Ausgleich zu bringen. Das ist ja letztendlich Demokratie. Und das versucht man jetzt in einem Verfahren, demokratischen Verfahren. Das ist ein Lernprozess. Aber wir merken, dass eben auch die Regionen, die bisher sich nicht eingebunden fühlten, sich jetzt zunehmend eingebunden fühlen. Und das ist eine Chance für das Land. Und wir merken, dass dieses auch zunehmend zu einer Stabilisierung beiträgt. Ja, Sie hatten es schon angesprochen, die Potenziale für die deutsche Wirtschaft sind auf alle Fälle da. Werden die dann schon entsprechend genutzt? Ja, wir sind in Tunesien das drittgrößte Land mit der drittgrößten Anzahl von Unternehmen. Es gibt etwa 250 deutsche Unternehmen hier, die etwa für 55.000 Arbeitsplätze sorgen. Das sind vor allen Dingen Mittelständler, deswegen habe ich das vorhin gesagt. Sehr viel aus der Autozulieferer-Industrie, aber es gibt noch darüber hinaus Potenzial und ich glaube, dass wir uns das sehr gut angucken sollten aufgrund der Rahmendaten, die ich Ihnen gerade genannt habe. Und was für Potenziale sehen Sie denn konkret? Also betrifft das jeden Industriezweig, der sich hier anmelden sollte oder nur bestimmte, also ausgewählte Strecken? Also, wenn man sich genau anschaut, gibt es also einmal den Bereich Automobilzulieferer, beziehungsweise alles, was mit Ingenieurswissenschaften zu tun hat oder mit Ingenieurtätigkeiten zu tun hat. Da sind die Tuneser wirklich stark und wir haben auch eine Erfahrung damit, auch mit der deutschen Automobilzulieferindustrie, wie man hier vorgeht. Das ist natürlich nicht nur für Automobilzulieferer, sondern alle, die mit Ingenieurstätigkeiten und Ausbildung etwas zu tun haben. Tourismus sicherlich auch, dafür ist Tunesien sehr bekannt. Aber es gibt eben Bereiche, die wir nicht so kennen. Dazu würde ich in erster Linie die ganze IT-Industrie zählen. Tunesien ist ein IT-affines Land. Das ist also immer wieder festzustellen. Die Facebook-Seite der Botschaft hat also eine riesige Anzahl von Klicks, die man woanders kaum hat. Und es gibt sehr viele gut ausgebildete und interessierte junge Leute. Es würde mich doch sehr wurmen, wenn unsere deutsche IT-Industrie dieses Potenzial nicht suchen würde. 2 Stunden entfernt von Deutschland, ohne Zeitunterschied, also gleiche Zeitzone. Das ist schon sehr wichtig. Daneben haben wir aber auch Pharmaindustrie. Es gibt gute Ärzte hier und gute Privatkrankenhäuser. Agrarindustrie, auch da bewegt sich jetzt einiges. Also Hafen ist sehr wichtig, die ganze Küste, denn wir haben natürlich hier eine lange Küste, aber da kann man auch mit mehreren Häfen, also hier kann man einiges tun. Also ich kann Ihnen jetzt nur mal solche Beispiele nennen. Nur Tunesien ist ein Land, es ist nicht ein rückständiges Land, sondern ist ein Land, was sicherlich auf dem Weg zum Schwellenland ist und so sollte man es auch sehen. Ja. Und welche Schwierigkeiten muss man hier überwinden, um letztendlich hier auf den Markt zu kommen? Ist das so einfach wie in einem europäischen Land inzwischen hier in Tunesien? Nein, das nicht. Da muss man realistisch sein. Die Markteintrittshürden sind da. Die Bürokratie ist schwierig. Die neue Regierung hat sich jetzt sehr bemüht, dieses zu verbessern. Das wird eine Weile dauern. Wir haben eine große Investorenkonferenz am 29. und 30. November, die auch von der Regierung als ein Signal in das eigene Land verstanden wird, um die Prozeduren zu verbessern. Ich merke aber immer wieder, dass es Schwierigkeiten, wenn es Schwierigkeiten für deutsche Unternehmen gibt, dass wir dann auch seitens der Botschaft da durch einige Hürden beseitigen können. Man muss das Land erstmal kennenlernen als deutscher Unternehmer und wissen, wie es tickt. Dann kann man, glaube ich, hier gute Marktchancen haben.
Ja, wir hatten ja Gelegenheit, die Wirtschaftsdelegation von Peter Stein zu begleiten. Das waren Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch darüber hinaus. Und aus unserer Sicht hat das durchaus Sinn gemacht und war erfolgreich für die Unternehmer. Das bringen wir in einem gesonderten Beitrag auch nochmal in einer Dokumentation. Aber Ihre Frage nochmal, wie wichtig ist dieser wirtschaftliche Austausch, der über solche Delegationsreisen organisiert wird? Also er ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Wir sehen es einmal politisch wichtig, weil Kontakte zwischen unterschiedlichen Ländern einfach bedeutsam sind und gerade für auch Tunesien, die andere Gegenden kennenlernen wollen, auch Deutschland kennenlernen wollen, was sie bislang nur zum Teil tun. Aber es ist vor allen Dingen natürlich für deutsche Unternehmen wichtig. Ich würde in ein solches Land nur reingehen, wenn ich es wirklich verstehe. Und um es zu verstehen, muss man da sein. Man muss die Leute kennen, man muss die Orte gesehen zu haben, man muss selbst einschätzen können, wie sind die technischen Fähigkeiten. Und ich glaube, es ist unabdingbar, diese Einsicht zu haben, wenn man sich hier engagieren will. Ich habe es bei vielen Unternehmen erlebt, die hier ein-, zwei-, dreimal herreisen, um abschätzen zu können, ob sie wirklich investieren können. Und ich glaube, das lohnt sich immer. Noch eine abschließende Frage zur Investorenkonferenz. Sie sprachen es an. Welche Hoffnung verbindet Tunesien mit dieser Konferenz? Also Tunesien hat zwei Hoffnungen. Zum einen möchte sie aufmerksam machen auf die finanziellen Bedürfnisse des Landes. Es wird eine große internationale Unterstützung geben, die gibt es auch seitens der Bundesrepublik. Für uns ist das natürlich auch eine Stabilitätsfrage, um Tunesien im Sinne einer Bekämpfung der Flüchtlingsströme zu bekämpfen, die nicht hierher kommen, aber die natürlich aus dieser Region kommen. Für die Tunesier selbst ist aber auch die Frage der Privatinvestitionen wichtig. Also man möchte Privatinvestoren anlocken, man hat ein PPP-Gesetz entwickelt, man hat ein Investitionsförderungsgesetz entwickelt. All das möchte man bei dieser Konferenz vorstellen und möchte vor allen Dingen auch der eigenen Bevölkerung eine Signalwirkung geben und sagen, so jetzt geht's wieder voran. Herr Botschafter, ich danke Ihnen für dieses Interview und liebe Zuschauer, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es bei uns wieder heißt Interview der Woche und dann sind wir wieder zurück in Mecklenburg-Vorpommern.